So Leute, willkommen bei meinem neuen Projekt Crash Bandicoot 2. Madrun ist wieder an meiner Seite, beziehungsweise bin an seiner Seite, weil er hat das Mikro auf. Finde ich einfach besser, weil es ist mein Haus, ich kann so laut reden, wie ich will. Er ist hier zu Besuch, also es ist ja nicht so, dass ich sage, fühle ich mich zu Hause und dann schreit er die ganze Zeit. Nein, so ist es nicht. Ich glaube aber, so ist das jetzt besser. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Intro an und ja. Ja, ich weiß, du redest so schön und danach musst du auch ein bisschen so. Achso, ja, yeah, okay, yeah, ich kann's ja. Also ja, kann ich verstehen. Und ich würde sagen, New Game, also, soweit ich weiß, war das Spring und das Trainer. Also ich habe nur die beiden. Und was ist mit der. Die brauchen wir erstmal. Also ich glaube, am Anfang ist nicht so wichtig. Also ich entweder ein von denen dachte oder irgendwas. Aber ich glaube, also wir spielen heute mit Tastatur. Das Problem ist, ja, ein kleines Problem, einfach ist nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall habt ihr gesehen, wie er gerade runtergefallen ist. Ja, das war nach dem ersten Teil, dass er halt die Kristalle gefunden hat. Und damit versucht er, glaube ich, was zu bauen oder was herzustellen oder wie auch immer. Und jetzt seht ihr, ein Jahr später hat Cortex seine Pläne da, wie wir sehen, geschmiedet. Ja, ist alles auf Englisch. Das Problem ist, den verstehe ich nicht. Oder sie. Ja, aber guck mal. Wirklich wahr? Egal, also ab da ist eigentlich egal, die wollen auf jeden Fall mit den Kristallen was machen. Ja, dann die bauen was, der Baum mit Laser, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Und ich würde sagen, ja, ich bin ja, ne? Turtle Woods, aber ich glaube erstmal. Das kannst du auch überspringen, das ist einfach unwichtig. Der sagt nur, ja, also du bist ja gekommen, um mich zu besiegen. Warte. Was ist jetzt Dreieck? Das hier, D. D? Ja. Okay. Warte, ja. Kannst du jetzt aussuchen. Drehen kannst du nicht, oder? Drehen. Ah, okay. Nein, ich habe die ganze Zeit gesucht, was drücken ist. Ich mein, ja. Okay, dann fangen wir mal an. Fangen wir mal einfach an. Und ja, Turtle Woods, wir hatten halt auch noch zwei Fail-Parts. Die haben wir jetzt einfach ausgenommen, weil es gab wieder dieser Beep-Geräusch und der hat so genervt. Also ich wollte euch das echt nicht zumuten lassen. Das ist einfach, es geht so auf das Trommelfell, das ist rar. Unaushaltbar, ehrlich. Das ist okay, und wir versuchen nicht alle Kissen zu ein. Wollten wir das? Ja, aber ich glaube, bei diesen Levels ist es ein bisschen blöd, weil du nach hinten und nach so weiter dieses Vor- und ach ja, genau, die zwei also, Wege, ne? Ja, also wir versuchen immer die Kisten zu sammeln. Natürlich, also versuchen heißt, so gut wie es geht, so alle kaputt zu machen, dann die Kristalle zu holen. Aber 100% wird hier es wohl nicht sein, denn es war einfach so, bei Crash ist das Problem, wir kennen uns nicht hundertprozentig, also alles außer nicht, wie ist das. Soll ich da reingehen? Weil das ist einfach nur so special. Ja, ja, kannst du, wie du willst, also. Ja, ja, mach das einfach. Ja? Ja, auch wie du willst, natürlich. Sei ja schon, du spielst natürlich. Oh, was denkt gerade, ne? Was hab ich gerade gedrückt? Oh! Oh. Ja, okay. Ich egal, das, ich glaube, da mach ich einfach ein Black Screen oder sowas, ne? Ja. Und so Klatscher gibt's auch noch als Future. Also ja, Gretchen. Damit man halt etwas schneller ist, also beim, so, wenn ich einen Stein verfolge, was auch immer, Schneeball, riesiger. Je nachdem, sind wir halt schneller, das ist auch, brauchen wir es auch zum Bücken da. Also wenn man nicht, wenn man gerade nicht rennt, gibt es das als, ja, als höhere Sprungweite, du bist dann schneller, so also bei einer Strecke, wenn du halt, wenn man halt einen Timerun macht. Und, ja, zum Bücken halt, wie habe ich das schon gehört? Ja, ich glaube schon. Ja, also man kann sich so kniefen halt, damit man, aber das ist eigentlich, das braucht man aber, naja. Die könnten das auch. Kannst du das schnell? Nein. Egal, mach einfach nochmal. Ja. Weil das ist schwer. Ja, das ist schwer. Ich habe auch erst wieder lang gebraucht und dann, ja. Und dann, ja, man hat den Dreh raus, aber am Anfang wirklich, das ist ziemlich schwer. Was denn mit dem. Mit der Tastatur klappt das noch? Ja, mit der Tastatur ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Es ist etwas schwerer für mich, aber ja. Ich, für dich vielleicht normal, weil du normalerweise damit spielst. Ja, okay. Ja, es kommt drauf an, also solche Spiele spiele ich ja nicht mit Tastatur. Ja, okay. Es kommt eigentlich drauf an, aber es ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Aber natürlich Controller ist man halt gewohnt und ja, so ist es. Man kann sich aber daran gewöhnen mit Tastatur, aber ansonsten, naja. Okay, was gibt es eigentlich zum Spiel zu sagen? Ich habe eigentlich schon alles gesagt. Neue Geschichte, neue Futures, Akku. Okay, stimmt ja. Spring, bevor du versinkst. Kann man versinken? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, da gibt es zwei Leben. Warum kriegt das nicht hin? Du musst einfach dann. Ja, und jetzt? Oh, noch kein zwei Leben. Dann dreh doch einfach dann. Okay, ja, was gibt's? Neue Geschichte.
Die Kristalle kann man jetzt sammeln, also die muss man sammeln, damit man später weiterkommt. Damit man das Level besteht, so gesehen, genau. Und die Bossgegner besiegen kann. Genau, also damit man überhaupt an. Damit, ja, damit man gegen den Boss antreten kann, damit man. Überhaupt weiterkommt mit der Geschichte. Also die Kristalle sind Pflicht. Die Diamanten sind wieder sowas Nebensächliches, wie halt im vorigen Teil. Und hier gibt es einen kleinen Bug. Nein! Okay, okay, das krieg ich nicht hin mit Dingen. Also, weil ich muss rutschen und das machen. Also, und dann, ich muss dann die Gegner besiegen, damit hier ein Pilz kommt. Eigentlich, sag ich mal. Aber wir werden gleich sehen, wie wir es... Hoffentlich. Ja, dagegen ankommen, ohne dass wir halt die besiegen müssen oder sowas. Das halt, ja, also Zeit sparen. Machst du jetzt? Nö, ich mach's erstmal normal. Okay, also einfach nur auf die Köpfe... Einmal. Ja, einfach nur auf die Köpfe springen und dann hätten wir es. Ganz einfach. Verdammt, das Ding, oder? Ja. Und da ist unser erster Kristall mit den Vögeln, mit 4 von 5. Mach's mal, wolltest du machen? Was denn? Und das ist schwierig, ja. Das ist jetzt hier etwas schwieriger. Also, okay. Weil ich krieg das auch nicht hin, wie ich das irgendwann... Ah, okay. Ich hab's zwar hier so, aber... ah, okay. Also ist ehrlich gesagt umfangreicher. Okay. Ey, das soll gar nicht dieses Level zurückgehen. Das war das nicht? Nein, also, nee, da war ja nichts. Oh. Okay. Dann bin ich wohl mal dran jetzt mit Tastatur zu spielen, aber ich kann... Also ich bin dran gewohnt. Ja, kommt drauf an, also bei diesen Spielen nicht, aber das überspringen wir. Ist immer unwichtig, was ihr sagen. Ich meine, wenn ihr es wissen wollt, ja, dann guckt ihn an. Hast du keine deutsche Version für den Dings gefunden? Nein, 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 keine deutsche irgendwie, ja. Das ist blöd, aber... Oder ist das so? Nein, das ist nicht. Oh, ja, okay, ich muss auch ein bisschen wieder reinkommen. Hoffentlich, vom Geschäft habe ich. Mal ein bisschen so... Okay. Okay. Ja, Pinguine, hallo! Pinguine aus Monasco. In diesem Bart werde ich nicht so viel sterben, diesen Teil von Crash Bandicoot werden wir glaube ich nicht so oft sterben. Hoffe ich. Okay. Yay, Schlittschuh fahren. Okay, warte, 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 warte. Guck mal, wie er aussieht. Er denkt, er ist so cool. Er ist dein Boy. Okay. Verdammt. Hallo? Das ist schon. Hallo? Warte, warte. Fängt ja schon gut an. Das muss ach, rutschen. So, ja. Nein, ja. Oder so. Okay, bisschen schwierig ist es jetzt. Ach, weißt du was, wir sind jetzt alle Kisten auch gerade egal. Und hier kann man glaube ich, okay, ich kann auch alle holen. Aber nee. Hier was kann man alle holen? Ich glaube alle Kisten kann man holen. Alle Kisten, ja stimmt. Den Diamanten könnte man nicht holen, diesen Special Diamanten. Stimmt. Oh, war das knapp. Mit Krieg, ja, du musst auf jeden Fall nicht verdecken, schon mit Krieg, das ist ein bisschen schwierig. Aber, ja, siehst du, das kommt überhaupt nicht klar. Und, mach Bremse. Der ist, wenn du da durchgehst. Ja, okay. Ah. Okay, so weit, so gut, also, gerade nicht so schwer und ich versuche mal ein bisschen meine Stimme zu erheben, weil sonst hört man mich nicht, glaube ich. Ich weiß es ja nicht, ich höre mich ja nicht doppelt oder so, oder gerade sofort. Während ich gerade, während mich mal gehört, oh mein Gott, Bams. Ja, kann ich ja nicht checken, also muss ich nach dem Part mal nachgucken, wie man, wie meine Stimme gerade ist. Ja, warte, so. Da gucken wir jetzt einfach. Jo. Auch wenn ich eh nicht alle Kisten habe, aber weiß man ja nicht, ob da Leben ist. Oh, das hätten wir doch. Bams! Oh, oh. Ich dachte, das würde gehen oder so. Ja. Eigentlich geht das, aber du bist nicht ganz drauf gelandet. Sicher? Ja. Okay. Oder war es im dritten Teil so? Kann auch sein, ne? Kann auch sein. Obwohl, ich glaube nicht, dass so ein kleines Feature einfach so danach eingebaut wird. Kann sein, warum nicht? Oh, Huga. Hey, jetzt will ich King Kong. Boah, ich mach die kaputt an. Ich zerstöre die Äpfel also. Oder kriegst du vielleicht doppelt so viele? Nicht. Ja. Oder doch? Oh. Du hast einen Diamant vergessen. Ja. Nein, ich versiss mit dem. Also hier sind. Nee, nicht doppelt. Da waren auch nur 5, also wahrscheinlich waren es nur 5. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt ja. Das war nur. Ja, das glaube ich. 2, von 3. Nein, was sag ich da? Ach, egal, ist halt nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Du musst diesen Platscher machen, so. Damit du höher springst. Aber erstmal. Bitte? Ja, jetzt. Okay, und da haben wir die 2 hier von ein Leben. Ja, wir versuchen mal Leben zu sammeln. Man weiß ja nie, wann wir die brauchen. Also jetzt am Anfang überhaupt nicht, aber ansonsten
Ja, können wir die ja gut gebrauchen. Weil solche Level wie. Hätte ich die alle gesammelt, hätte ich die jetzt. Das war eine eh nur diese. Ja, also das war. Parkinson am Anfang. Ja, das hab ich ein bisschen genervt halt. Das. Ja. Boah, okay. Und nervt das ein bisschen? Geht. Geht? Okay. Okay, ja, gibt's einen roten hier? Ja. Den wir da vergessen haben. Guck mal, zwei auf einmal. Da blau und einmal rot. Oh. Ja, egal, nein, eigentlich gibt es hier überall. Guck mal, hier gibt es diesen weißen, also einen zweiten weißen. Achso. Okay, gibt's eigentlich nur. Aber die farbigen sind ja, es gibt es glaube ich nur. Oder nein, sieben? Mach mal Pause. Unterschiedlich. Oder? Ich weiß gar nicht, wie man Pause muss. Hab ich ja nicht so eingestellt. Hast du vielleicht in deine. Egal, lass einfach. Mal einfach weiter. Ja, beim nächsten Mal einfach mal Controller nehmen und dann können wir Start drücken und dann wissen wir halt, wie viel farbige es gibt. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es 6, 7 sind. Ich glaube nicht, dass es 5 sind. Ich dachte, es war schon einfach, aber. Oh. Hey! Yay! Sogar mit der Tastatur! Ach ja, einer meiner Zuschauer hat eine gute Stimme. Ich? Ja. Cool. Nicht mein Dank. Danke. Okay, jetzt. Nein! Nein! Nein, ist das so gut! Vielleicht kannst du springen. Du bist immer noch unbesiegbar und kein Bruder. Okay. Ich bin unbesiegbar und tot. Hey, du hast Uka umgebracht. Okay. Ah, okay. Ist schon etwas schwerer mit diesen. Naja. Was? Egal, also. Ja, mit. Einerseits auch damit, aber mit der Tastatur eigentlich. Okay, weg die Kratze. Okay. Diese Zeit, was war das nochmal, ja? Das haben wir auch nicht nachgeguckt. Ja, das hätte ich nicht so richtig. Weißt du, vielleicht kriegen wir dadurch jetzt einen zweiten Diamanten. Kann auch gut sein. Okay, weit so gut. Okay, was? Was? Glaubst du mal, soll ich mal einfach weitergehen? Mhm. Haben wir es nicht schon mal gemacht? Einfach weitergehen? Ja. Wir haben einfach gesagt, okay, wir überspringen mal diesen Bonus. Okay, machen wir einfach mal. Versuchen wir. Einmal ein nicht Bonus. Schadet ja nicht. Gibt's nichts. Hier, oder vielleicht hat es. Vielleicht ist es so gegen Ende so. Weil sie mit dem kommen. Du sagtest, du schaffst es, aber sagst danach, nein, ich schaff's nicht, oder das schaffst du es? Ich hab's gedacht, dass ich es eh nicht schaffe. Ich hätte einfach, egal, YOLO, Spaß. Okay, oh. Jetzt musst du vorsichtig sein. Du weißt, was YOLO ist, ne? Ja. Oh, manche wissen es immer noch, deshalb ist es ja nicht schlimm, wenn man es nicht weiß, aber... Oh mein Gott, dieses YOLO. Einfach zum Auslösen. Ne? Manche finden das sogar noch cool. Ich weiß nicht, was daran so toll sein soll, aber okay, wenn ich kann... Ich weiß nicht, also, ich mein... Das ist einfach nicht unsere Art, kannst du so ja, sagen. Ich springe aus 5 Metern. YOLO. Ja. Also, nicht Swimming Pool so. Okay, und ich glaube, wir sollten jetzt den Cut machen, ne? Okay, jetzt ja. Lasse ich dir den Schluss. Ich sag mal nichts. Oh, okay, das war's für die heute. Oder für diesen Part. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crash Bandicoot 2. Die Rache des Vortex. Cortex. Cortex. Und ich würde mal sagen, da sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal sehen wir uns. Bis dahin, ciao. Tschüss.